Leimer kommt für Silva. Direkter Defensivwechsel. Der Mann hat Angst vor dem, was Bruno am Kochen ist, Alter. Oh. Ja. Ja, Castanaras. Oh. Holy shit, Alter. Wäre das ein Einstand gewesen, ey. Wäre das ein Einstand gewesen? Fehlpass Orban. Der Ball schlampt mich weg bei Schlager. Er spielt einen rüber auf Castanaras. Und der gute Parade aber auch. Oh, Schoboschlei steht am Freistoß. Kriegt direkt schon Krätze. Geh weg mit dem Schuss. Crispy, das ist ein Zehner. Vorhin gesagt, für jeden Müller-Fehler gibt es einen Zehner. Auf den ersten Blick ist das ein Zehner, Crispy. Auf den ersten Blick ist das so ein Zehner. Ah, Bruder. Klar hüpft er auf, aber der Freistoß kommt zentral aus 1200 Metern. Ja, muss er halten. Sorry. Das ist meine Fresse, Mann. Ich bin wirklich der Erste, der Müller immer und immer und immer wieder verteidigt. Aber mittlerweile muss ich wahrscheinlich echt sagen, verteidigt hat, weil langsam geht's nicht mehr. Langsam geht's nicht mehr. Ist schön, dass das Ding aufhüpft, ist unangenehm, ja, aber der schießt den aus 30 Metern. Der kommt auch nicht mal platziert oder so, hüpft auf, er sieht alles, weil er ihn zentral aufs Tor schießt, ohne Mauer vor ihm. Den musst du halt halten. So einfach ist es, den musst du halten. Aber ich meine, was beschreibt den VfB besser als Fehlentscheidung und dann Torwartfehler und steht 1-0 aus dem mehr oder minder nichts nach einer guten Anfangsphase? Nichts beschreibt den VfB besser. Ja, Pfeiffer. Schön durch. Nartey. Nartey. Oh, es ist halt kein Stürmer, ne? Es ist halt kein Stürmer, ne? Nartey geht da rechts durch. Und der schiebt ihn am Tor vorbei. Er schiebt ihn am Tor vorbei. Der Mann ist halt leider kein Stürmer, ne? Gerassi hat ihn gemacht. Wurde gerade angesprochen in den Kommentaren. Gerassi ist auf der Bank, also könnte noch kommen, und der VfB hat vom Spiel getweetet, dass er Magenprobleme hat und deswegen nicht in der Startelf steht. Schoboschla. Ist das krank? Ist das krank? Da hast du 30 Sekunden nach wieder an Pfiff, hast du es 1-1 auf dem Fuß. Und dann macht Schoboschlei so einen rein. Und der ist auch nicht haltbar. Da kann man Müller auch mal von der Schuld freisprechen. Den kannst du nicht halten. Oder können bestimmt, aber da muss schon einiges passieren, um den zu halten. Und wieder Schoboschlei. Der trifft so oft gegen uns, oder? Der hat auch letzte Saison, war das letzte Saison, wo er so einen komischen schwebenden Freistoß reingehauen hat? Oder war es vorletzte Saison? Auf jeden Fall ist Schoboschlei immer richtig gut gegen uns irgendwie. Bei Schoboschlei läuft es irgendwie gegen uns. Das hat auch der Unterschied dann auch eben zwischen einem Club, bei dem es gerade also zweispurig die Nase hoch und runter läuft, wie bei Leipzig gerade. Den läuft es ja auch komplett. Und eben ein Club, der unten im Abstiegskampf steckt, ne? Ecke, ja. Oh mein Gott, der Mo... Oh. Da kannst du halt auswärts noch so gut auftreten. Sowas muss halt auch mal rein dann. Endo, Pfeiffer. Oh, Junge, es. Pfeiffer ist 5 Meter. Ich meine, klar, den Ball so noch die richtige Richtung mitzugeben, aber da muss halt so ein Ball auch mal rein. Sonst nimmst du halt bei so Clubs wie Leipzig auswärts nichts mit, wenn du solche Chancen nicht nutzt. Alter, kam der Freistoß gut. Junge, kam der Freistoß gut. Den muss Silva eigentlich machen. Also, wie wir das verteidigt haben, ist auch wieder Wahnsinn. Wie kann der nach dem Freistoß da 5 Meter frei vor Müller aufs Tor köpfen dürfen? Berührt er den mit der Hand? Ist das Kopf oder Hand? Also, Jungs und Mädels, das wurde schon mal gepfiffen. Das wurde schon mal gepfiffen. Weil wir der VfB sind und Felix Zweier das Ding pfeift, bekommen wir ihn eh nicht. Aber das ist eigentlich ein Elfmeter. Ich muss mal klarstellen, das ist kein Elfmeter, den ich haben will. Das ist für mich als Fußballfan kein Elfmeter. Aber nach der Regel
ist das ein Elfmeter. So rum ist es ja. Jetzt läuft er raus. Jetzt wird's spannend. Und wir bekommen ihn sogar. Ich bin, ohne Witz, ich bin fasziniert davon, dass wir den bekommen. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich weiß, man muss auf Schieres sowas auch nicht unnötig reinreiten. Aber ich hätte gerade wirklich alles darauf wetten können, dass wir den nicht bekommen. Und scheinbar schießt Führig. Wäre jetzt nicht die Nummer 1, die ich am Elfmeterpunkt sehen würde, aber der wird es schon machen, wa? Der wird es schon machen, wa? Ja! Ja! Komm jetzt! Boah, den hat er blast mich auch fast, ne? Heilige Scheiße, den hat er fast. Mit ein bisschen mehr Glück hält man den. Das war noch ein Ticken schlechter, aber ähnlich wie der Mainz-Elfmeter. Da war Müller auch in der Ecke, hätten fast gehabt, ne? Den Mainz-Elfmeter. Der hier war, den hätte er noch mehr haben können, aber war vergleichbar, finde ich. 2-1, Junge. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Leimer kommt für Silva. Direkter Defensivwechsel. Der Mann hat Angst vor dem, was Bruno am Kochen ist, Alter. Wir sind echt am Drücker, ne? Also nicht, was Chancen angeht, aber Ballbesitz und Galligkeit, ne? Dran sein an den Jungs. Guck, wie er es gerade sagt. 10-8 Torschüsse pro Stuttgart insgesamt. Krass. Man ändert alles nichts daran, dass du halt nächste Woche gegen Bremen zu Hause gewinnen musst. Da ist trotzdem weiterhin Druck drauf bis zum geht nicht mehr. Egal, ob du hier verlierst oder unentschieden spielst, aber... Oh, Doppelwechsel. Ah, Luko Ohl! Labbadia ist so eine geile Sau. Jetzt kommt Aluko Ohl für Pfeiffer. Das Spiel ist ja so geil. I love this game. Wie Patrice Evra sagen würde. I love this game. Und Eckloff kam auch noch, weiß er gerade nicht für wen. Ah, für Nathai, okay. Nochmal Offensivwechsel. Ey, wenn wir wirklich einen Punkt mitnehmen und so Leute wie den Kool und sowas hier rumrennen haben, also ohne jetzt was gegen die zu haben, weil ich glaube, Kool hat noch nie für uns in der ersten Mannschaft gespielt. Ey, ohne Witz. Auch wenn es hier 2-1 ausgeht, ich bin stolz auf diese Mannschaft. Ich bin stolz auf diese Mannschaft heute. Boah, Kool, Scorpion kickt zum 2-2. Oh, sehe ich mich. Weißt, du kannst natürlich auch sagen, komm, wir stellen uns komplett hinten rein, wir machen hier gar nichts und so, und komm, Erfahrung und sowas. Nee, der schmeißt einen Castanaras in die Startelf, der schmeißt einen Kool rein, ein Eckloff kommt rein. Einfach geil. Da will ich auch nie wieder hören, dass ein Labbadia nur Erfahrung will und auf die Jugend scheißt. Nein, macht er ja offensichtlich nicht. Ha, schade, Mann. Wir sehen es ja nochmal, 1,78 zu 1,14 oder sowas, X-Goals für uns. Haben wir vorhin noch rausgefunden, der Elfmeter sind ja schon mal 0,77 X-Goals, also, ne, muss man wegrechnen, aber auch dann, ein Punkt war hier möglich, ein Punkt war definitiv hier möglich, ein Punkt war möglich, du kannst nach 9 Minuten schon in Führung gehen, mit ein bisschen mehr Glück, wenn der Flutschfinger reingeht vom Keeper, statt halt zur Ecke, dann macht der Castanaras in seinem Startelfdebüt das 1-0, wäre krank gewesen, war es echt gut im Spiel, dann kommt ein Freistoß, der keiner war, ein Tor, das du halten musst, ein Freistoß aus 35 Metern oder 30 Metern zentral auf Müller, der titscht auf, klar, ist schwierig, aber den musst du halten. Dann war ein bisschen die Luft raus zur Halbzeitpause, dann nach der Pause gut rausgekommen, Nathai eine große Chance gehabt, leider neben das Tor gerollt der Ball. Danach auch ganz gut dabei gewesen, mittendrin in diese gute Phase direkt an der Halbzeit kommt halt ein schöner Volley von Schoboschlei, Spieler des Spiels wahrscheinlich dann dadurch mit den 2 Toren. Danach dachte man eigentlich schon, ja, 2-0 ist jetzt vorbei, so, was willst du jetzt machen? Kriegst einen Elfmeter, der regelkonform war. Ich will sowas als Fußballfan eigentlich nicht haben, so einen komischen Handelfmeter-Quatsch da. So, klar, er muss so nicht fliegen, aber er verhindert mit dem Fauststrich, verhindert er ja nichts, ne? Aber war ein regelkonformer Elfmeter. Hab's im Stream auch gemerkt. Ich war verwundert, dass wir ihn bekommen haben. So weit ich schon gekommen mit den Schiedsrichtern, auch nach der Fehlentscheidung zum Freistoß. War verwundert, dass wir ihn bekommen haben. Wir haben ihn bekommen. Führig reingemacht, auch ein bisschen Glück gehabt, aber drin ist drin bei den Elfmeter, ist dann egal am Ende des Tages. Dann, ja, so richtig Druck entfachen konnten wir nicht mehr. Aber ey, mit dem Kader, der schickt dann den Castanaras von Beginn an rein. Dir fehlt Sosa, Zagal, also, haben wir alle aufgelistet. Sosa, Zagaldu, der hat ein Gerasi gefehlt wegen Magenproblem auch. Ein Silas, ein Tomasch, der hat mal für Panos gefehlt. Wahnsinn, Amana noch gefehlt, ist auch Stammkraft aktuell. Dann bringst du später noch einen Kool rein, du bringst später noch einen Eckloff rein und sowas. Ich bin, klar, du kannst ja davon nichts kaufen. Wir haben 2-1 verloren, aber ich bin
extrem stolz auf die Leistung. Ich hätte es deutlich, deutlich schlimmer erwartet. Eine starke Leistung in Leipzig mit einem Startelf-Kader, mit perfekter Elf wäre das ein ordentliches Auswärtsspiel. Mit dieser B- bis C-Elf ist das ein gutes, sehr gutes Auswärtsspiel. 2-2 wäre sogar drin gewesen. Ist halt das Klassiker von Arbeitssieg und so gewinnt eine Top-Mannschaft. Und eben auch der große Vergleich zwischen Glück, auch eben Momentum-Glück im Spiel. Ne? Wir haben eine große Chance, direkt darauf macht Leipzig 2-0. So Geschichten, die eben halt so passieren zwischen Platz 2 und zwischen Platz 15. Ne? Aber von der Leistung her habe ich was viel Schlimmeres erwartet. Wir können stolz auf die Leistung sein, finde ich, heute Abend. Ein Punkt wäre sogar drin gewesen, wäre nicht unverdient gewesen. Unglücklich gelaufen am Ende des Tages. So ist es halt, wenn du unten im Abstiegskampf steckst. Aber macht Hoffnung auf mehr. Dass man selbst mit so einer Mannschaft so eine Leistung bringen kann in Leipzig, macht Hoffnung.